Steve Jobs Tochter Lisa und ich sind im gleichen Jahr geboren. 1978. Und im selben Jahr hat noch etwas anderes begonnen. Nämlich die Arbeit an einem der größten Flops in Apples Firmengeschichte. Den nach ihr benannten Lisa-Computer. Und in die Entwicklung dieses Lisa-Computers flossen enorme Ressourcen. Da saßen einige der besten Köpfe der Zeit dran, um diesen Computer zu entwickeln. Und was herauskam, ein durchaus gutes Produkt. Es war einer der ersten Personal Computer, die ein grafisches User-Interface hatten und die man mit einer Maus bedienen konnte. Und dahinter stand das großartige Marketing von Apple, wie wir es gewohnt sind. Aber das Ding floppte. Niemand kaufte es. Niemand wollte es haben. Am Ende musste Apple 2700 neue, unverkaufte Lisa-Computer in irgendeiner Mülldeponie vergraben. Man hat viel spekuliert, was sind die Gründe für diesen enormen Flop, und hat zwei Sachen definiert. Das eine war, der Preis war zu hoch. Und das andere war, die Kompatibilität war zu schlecht. Aber das war ein Apple-Produkt, das war später auch nicht sehr viel anders. Und wenn wir es uns genau anschauen, gab es einen großen Unterschied zwischen dem Lisa-Computer und späteren sehr erfolgreichen Produkten von Apple. Und das war, beim Lisa-Computer haben sich die Entwickler zu sehr vom Computer und zu wenig auf die User konzentriert. Und genau diesen Fehler machen wir auch auf der Webseite oder bei SEO. Und nicht nur für die Entwicklung eines neuen Produktes, sondern auch für SEO gilt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und diese Tatsache möchte ich heute anhand von drei Bereichen der Suche darstellen und auch erklären, warum das für uns alle sehr relevant ist, für Blogger, für Developer, für Designer und natürlich für SEOs. Der erste Punkt ist, wie wir suchen. Der zweite Punkt ist, was wir von Google zurückbekommen in Form von Suchergebnissen. Und der dritte Punkt ist, wie diese Suchergebnisse gereiht sind, in welcher Reihenfolge wir diese Suchergebnisse sehen. In all diesen drei Bereichen spielt der User heute schon eine sehr zentrale Rolle. Zuerst zum Thema, wie wir suchen. Eine kurze Zeitreise zurück in die 90er Jahre. Jetzt, wo man weiß, wie alt ich bin, ich war damals schon online. Es gab eine Suchmaschine, die nannte sich Ask Jeeves. Und das Konzept war eigentlich großartig. Bei Ask Jeeves konnte man ganze Fragen eingeben und bekam dann Suchergebnisse zurück. Das einzige Problem daran war, es hat nicht funktioniert. Die Suchmaschine hat einfach nicht unsere Alltagssprache verstanden. Also haben die Menschen gelernt, haben sich angepasst an die Maschine, sind zu Google gegangen und haben ihre Suchphrasen verkürzt. Aus wo ist die nächste Pizzeria und wie viel kostet dort die Pizza Margherita, wurde Pizza 1,60 Wien Preise. Das haben wir gelernt von der Maschine, so spricht niemand. Von Natur, hoffe ich zumindest. Suchmaschinen versuchen nun, uns in unserer ganzen Komplexität zu verstehen und zu verstehen, was wollen wir eigentlich haben. Und sie wollen uns diese Wünsche erfüllen. Und zwar am besten, bevor wir sie überhaupt ausdrücken oder im Idealfall, bevor wir sie überhaupt haben. Und kreieren diese Wünsche für uns. Und da geht es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, denn je besser die Suchmaschine wird im Verständnis von den Suchergebnissen, desto weiter steht sie eigentlich im Hintergrund und der User gibt vor, der Mensch gibt vor, wie er kommuniziert mit der Suchmaschine. Und die Suche wird im Endeffekt zu einer Konversation, weil die Maschine so intelligent wird, dass sie uns versteht. Und Stichwort Konversation sind wir schon beim nächsten großen Thema. Und das ist eine der größten technologischen Entwicklungen der letzten Jahre. Und das ist die Spracherkennung, die Sprachsuche. Das haben alle großen Technologiekonzerne verstanden und Google hat Google Assistant über Google Home in unser Wohnzimmer gebracht. Dann gibt es natürlich Alexa von Amazon Echo und Siri von Apple und Cortana von Microsoft. Also alle arbeiten daran sehr intensiv an dieser Spracherkennung. Baidu prognostiziert sogar, dass bis 2020 werden 50% aller Suchanfragen
entweder über Sprach- oder zu einem kleineren Teil Bildeingabe funktionieren und ablaufen. Der einzige Grund, warum wir das heute noch nicht mehr nutzen, ist ein ganz einfacher, und den möchte ich anhand eines Videos darstellen. Ich hoffe, das hört man jetzt. Das ist der Grund, warum wir heute die Sprachsuche noch nicht nutzen. Sie funktioniert einfach noch nicht. Die Techniker sagen uns, die Trefferquote, die Treffsicherheit liegt heute bei 94%. Ich, der User, sage, liegt irgendwo zwischen 10% und 15%. Hin und wieder versteht mich das Ding. Damit es aber wirklich massentauglich wird und sich verbreitet, brauchen wir hier eine Treffsicherheit von mindestens 99%. Dass es wirklich in den allermeisten Fällen gut funktioniert. Die Tatsache ist aber, Sprachsuche ist die Zukunft. Und das wird richtig explodieren, wenn das kommt. Und es verändert nämlich den Zugang, wie wir suchen, wie wir mit Suchmaschinen kommunizieren. Wir müssen nicht mehr die Sprache der Maschine lernen, um verstanden zu werden und halbwegs vernünftige Informationen zurückbekommen, sondern Google lernt unsere Sprache und kommuniziert mit uns. Und dadurch rückt natürlich der Mensch in den Vordergrund. Und was ich sehr interessant finde hier, ist, dass sich die technologischen Entwicklungen nach uns richten. Wir gehen eigentlich vor, wie wir gerne kommunizieren, was wir gerne hätten. Und die Technologie hinkt ein bisschen hinterher, aber kommt jetzt auf diesen Stand. Für SEO bedeutet das, dass der Fokus auf Keywords ein Ablaufdatum hat. Das heißt, ich kann nicht mehr oldschool meine Keyword-Recherche machen, die Keyword-Strategie 1:1 umsetzen, denn die Art der Suche wird sich in den nächsten Jahren erheblich verändern. Ich muss hier wirklich hingehen in Richtung Themenkreise behandeln oder wirklich in Richtung Fragen beantworten. Der nächste Punkt ist, was wir zurückbekommen in Form von Suchergebnissen. 2009 sah die Suchergebnisseite so aus. Das waren einfach 10 blaue Links, relativ unspektakulär, nicht stark personalisiert, nicht sehr aktuell, das war noch vor dem Google Caffeine Update und es war relativ statisch. 2012 sehen wir schon ein bisschen anderes Bild, leider schon einen besseren Screenshot gefunden, weil das gibt es halt jetzt nicht mehr, 2012 Google. Es gibt 10 oder weniger Ergebnisse. Hier haben wir zum ersten Mal nur 7 Suchergebnisse. Was auch zum ersten Mal vorkam, es war sehr viel aktueller, es waren Newsbeiträge reingefeatured, es wurden Google Maps Anzeigen, also Beiträge gezeigt und teilweise direkt Videos und wir sehen eine sehr starke Personalisierung schon. Und was auch zum ersten Mal vorkommt, ist dieser Knowledge Graph auf der rechten Seite, wo wir schon so vereinzelt Informationen direkt von Google bekommen haben. Heute sieht die Suchergebnisseite so aus. Ich kriege wahnsinnig viele Informationen, wahnsinnig viele Bilder, ich kriege die Top-Stories, ich kriege einen riesengroßen Knowledge Graph auf der rechten Seite, der mir bei vielen Themen schon die Sachen direkt beantwortet. Oder ich stelle eine Frage an Google, wie wer ist der Präsident von Österreich und ich bekomme eine Antwort zurück, Alexander Van der Bellen. Ich brauche nichts mehr anklicken, ich habe eine Frage gestellt, Google beantwortet mir diese Frage direkt über das Feature Snippet. Oder ich gehe aufs Handy und gebe ein mit der Sprachsuche, ich suche ein Rezept für einen Whisky Sour und bekomme hier direkt ein Bild, das Rezept und wenn es mich interessiert, den Link. Aber an und für sich kann ich meinen Whisky Sour jetzt schon mixen. Und darunter kamen noch 10 übliche Ergebnisse. Google geht hier aber noch einen Schritt weiter. Und das waren die Zero Search Results. Zwischen März
ich glaube, 13. März und 20. März, also vor einigen Wochen, hat Hugi ein Experiment ausgerollt. Und zwar ein globales Experiment, nicht für eine gewisse Zielgruppe in einem gewissen Land, sondern weltweit, wir haben das alle gesehen, eine Woche lang. Sie haben für Suchanfragen, die mit einer Antwort befriedigt werden können, nur diese eine Antwort gezeigt. Nichts weiter. Ich frage hier, Time, Eastern Standard Time, und Google sagt mir die Zeit in Eastern Time. Das war's. Darunter habe ich einen Link, Show All Results, dann bekomme ich die 10 normalen Suchergebnisse. Die Hauptmotivation hier ist Ladezeit, ist Geschwindigkeit. Für Google ist es natürlich sehr, sehr viel schneller, einfach direkt die Antwort darzustellen, als 10 Ergebnisse zu laden. Aber hier ist das Problem. Date in London. Gibt mir Google das heutige Datum in London. Wie man aus den Anzeigen schon erkennen kann, suche ich hier wahrscheinlich eher nach einer Dating-Plattform oder vielleicht gleich nach einem Escort-Service in London. Aber sicherlich nicht nach dem Datum in London. Das ist absurd, weil hier werden sogar AdWords-Anzeigen gezeigt für diese Suchphrase. Was aber hier jetzt die große Sorge von SEOs und Website-Betreiber war in dieser Woche und noch immer ist, was ist, wenn Google das ausweitet? Was ist, wenn es nicht mehr nur um Zeit- und Währungsrechner geht? Ich meine, bei Zeitzonen sind wir eh schon da. Diese üblichen Zeitzonen, Timezone-Converters, die gut Traffic bekommen haben, die sind natürlich abgeschafft über dieses Experiment. Aber was ist, wenn Google für eine Suche, für eine Flugsuche zum Beispiel, nur mehr das Google Flight Search Snippet zeigt und nichts mehr darunter? Ich bin mir sicher, dass sich Expedia und Kayak nicht sonderlich freuen würden über diese Entwicklung. Aber Google hat es abgedreht nach nur einer Woche. Man kann sagen, es hat vielleicht nicht ganz funktioniert, oder man kann sagen, sie haben wahnsinnig viele Daten gesammelt, machen das Ding besser und in einigen Wochen rollt ein Zero Search Results 2.0 heraus. So, für uns stellt uns das natürlich vor gewisse Herausforderungen und die Sorge ist berechtigt und auch angebracht. Wenn Google keine Suchergebnisse mehr zeigt und die Fragen direkt beantwortet, kriege ich keinen Traffic mehr auf meine Webseite. Aber schauen wir uns das ein bisschen genauer an und schauen wir uns an, was dahinter steht. Im März war ich auf der Leipziger Buchmesse und habe dort mit einigen Verlegern gesprochen. Und das war sehr interessant, denn alle durch die Bank haben sich beschwert über den Einbruch der Verkäufe im Buchmarkt. Einige haben gesagt, es ist um ein Drittel eingebrochen, andere auf ein Drittel hinuntergegangen. Was aber interessant war, ist, dass nicht alle Verlage gleichermaßen betroffen waren. Es gab die großen Verlage, die eher auf Unterhaltungslektüre setzen und schnelle Gewinne, die haben am meisten gelitten. Denn da gibt es jetzt etwas, das die gleiche Intention, das gleiche Bedürfnis, nämlich eine kurzweilige Unterhaltung während einer Zugfahrt oder für einen müden Abend nach einem langen Arbeitstag. Und das sind Serien. Das ist Netflix, das ist Amazon Prime. Die befriedigen genau die gleiche Intention wie Unterhaltungsliteratur, nur besser. 100-mal besser. Und dann gab es andere Verlage, die sich hauptsächlich auf Qualitätsliteratur konzentrieren und die haben weniger gelitten, denn Leute, die Qualitätsliteratur lesen, lesen es weiterhin, da gibt es zumindest noch nichts, das diese Intention ersetzen kann. Auf die Suche umgemünzt werden wir für Suchanfragen, die eine Recherche andeuten, weiterhin 10 Ergebnisse sehen. Wenn ich zum Beispiel mich interessiere, wie ich selbst mal gerade in Südkorea, dann werde ich meine 10 Ergebnisse bekommen, so wie immer. Aber für Suchanfragen, die leicht beantwortet werden können mit einer Antwort, wie zum Beispiel ein Old-Fashioned-Rezept, dann kriege ich dieses Rezept und vielleicht darunter noch weitere Antworten, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Wo sich das aber am meisten auswirkt, diese Entwicklung, ist in der Sprachsuche. In der Sprachsuche haben wir ein Szenario, wo the winner takes it all. Hier habe ich nicht mehr 10 Ergebnisse mit abfallender Klickrate und abfallender Aufmerksamkeit, sondern ich kriege keine Antwort von Google. Und dann kann ich sagen nein und weiter recherchieren, aber meistens diese eine Antwort muss jetzt nicht, ich bekomme eine Antwort. Und jetzt möchte ich so ein bisschen auch zeigen, wie können wir da mithalten? Also was können wir hier jetzt konkret tun?
Und es gibt eine sehr interessante Studie von Backlinko, die Korrelationen aus Rankings in der Sprachsuche mit gewissen Rankingfaktoren gegenüberstellt. Und der erste Faktor, wo es eine sehr, sehr starke Korrelation gibt, ist Ladezeit. Das ist nicht verwunderlich, denn niemand wartet gerne, schon gar nicht, wenn man mit einem intelligenten Computer oder Lautsprecher spricht. Ladezeit ist ein extrem wichtiger Ranking-Faktor, bereits in der Desktop-Suche und in der Sprachsuche noch um ein Vielfaches mehr. Google hat sogar veröffentlicht vor kurzem, dass Ladezeit ab Juli 2018 ein offizieller Ranking-Faktor sein wird. Also das ist schon da, das kommt noch stärker, Ladezeiten sind extrem wichtig. Der zweite Punkt ist die Länge der Antwort. Die durchschnittliche Antwort in der Sprachsuche beträgt 29 Wörter. Das sind kurze, prägnante, meistens aktiv formulierte Antworten. Was aber interessant ist, dass diese Antworten großteils aus Long-Form-Content kommen. Also aus längeren, gut recherchierten, gut geschriebenen Artikeln. Und nicht von einzelnen Seiten, die genau diese Frage beantworten. Und natürlich muss diese Antwort auch verständlich sein. Also sie muss aussprechbar sein für Google Home zum Beispiel. Das ist auch eine gewisse Herausforderung. Sie muss verständlich sein und sie muss ohne visuelle Stützen auskommen. Der Verlauf dieser Kurve zeigt deutlich, in welche Richtung sich die Situation entwickelt. Ist kein Kandidat für Platz 1 in der Sprachsuche, denn ohne die Grafik daneben sagt mir das überhaupt nichts. Der nächste Punkt ist ein sehr großes Thema, das sind Backlinks. Wie wirken sich Backlinks oder das Backlink-Profil auf Ergebnisse in der Sprachsuche aus? Und hier gibt es eine sehr starke Korrelation auf Domain-Ebene, auf Domain-Autorität-Ebene. Aber keine sehr starke Korrelation auf Ebene der Seitendomäne, der URL-Autorität. Und das ist durchaus verständlich, denn Google bekommt eine Frage und hat nur eine Antwort. Und diese eine Antwort, die muss einfach wirklich sitzen, sonst hat Google ein Problem. Im Zweifelsfall nimmt Google diese Antwort also lieber von der Washington Post, die eine sehr starke Domain-Autorität hat, als von Susis privaten Blog, wo vielleicht eine Seite sehr beliebt ist. Ein nächster klassischer Faktor sind Keywords im Title Tag. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass Keywords im Title Tag ein sehr starker On-Page-Ranking-Faktor in der Desktop-Suche ist. In der Sprachsuche gibt es hier keine Korrelation, keine erkennbare Korrelation. Es scheint so, als würden sich Keywords im Titel nicht auf Ergebnisse in der Sprachsuche auswirken. Das ist auch verständlich, denn die Länge der Suchphrasen in der Sprachsuche ist deutlich größer. Die ist im Schnitt doppelt so lang wie Suchfragen, die man im Suchschlitz eingibt. Und wirken sich daher nicht so stark aus. Als letztes Slide hier, zu 80% nimmt sich die Sprachsuche die Antwort aus einem Rich Snippet. Rich Snippets sind diese Position Zero auf Google, die über den organischen Suchergebnissen angezeigt werden, wo die Frage direkt beantwortet wird. Wie kocht man Reis? Und hier hat Uncle Benz das sehr, sehr richtig gemacht, nämlich die beantworten die Frage. Und die kommen auch in der Sprachsuche und dieses Snippet wird vorgelesen. Das heißt, für uns, um bei der Sprachsuche vorne dabei zu sein, gilt es, möglichst viele Rich Snippets aufzubauen. Und eine ganz gute Strategie dafür ist oft, ich suche mir Suchphrasen, wo überhaupt Rich Snippets gezeigt werden und beantworte diese Fragen dann einfach besser, als die anderen das tun. Die Tatsache ist, Antworten auf Google sind oder von Google sind hochgradig personalisiert. Es gibt eine Prognose, dass bis 2020 30% aller Online-Aktivität screenless sein wird, also ohne Bildschirm ablaufen wird. 30% ohne Bildschirm. Das heißt, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass unsere Zielgruppe zu Hause am Laptop oder am Desktop sitzt und dort sucht. Unsere Zielgruppe sitzt in Tesla und spricht mit dem Bordcomputer. Oder sie steht zu Hause in der Küche und lässt sich das Rezept von einem intelligenten Lautsprecher vorlesen. Oder
Sie spricht mit Google über ihre gepiersten Earpods und fragt, wo die nächste Kneipe ist. Und Google weiß, wo der Typ ist und was seine Präferenzen sind und sagt ihm dann genau, wo seine nächste Lieblingskneipe sein könnte. Die Tatsache ist hier, Google und Suchmaschinen passen die Suchergebnisse, die Art, wie wir Suchergebnisse geliefert bekommen und konsumieren können, an uns an, an den Menschen. Hier steht der User wirklich schon im Mittelpunkt. Das nächste ist die Reihenfolge. Letztes Jahr für SMX in München gab es ein sehr, sehr interessantes Experiment in einem Vortrag. Es waren ungefähr 1200 Leute im Saal, eine deutlich größere Konferenz als hier. Und die Anweisung war folgende: Geht über das Smartphone und zwar nicht über das Conference Wi-Fi, sondern über eure eigene Verbindung auf Google, sucht nach einem bestimmten Keyword und klickt auf Platz 1. Geht auf die Webseite und bounce sofort zurück auf die Suchergebnisseite. Dann klickt auf Platz 4, geht dorthin und scrollt runter, schaut euch ein Video an, subscribe den Newsletter, klickt weiter und bleibt irgendwie dort und macht irgendwas. Und am Ende des Vortrags haben wir das Ergebnis ausgewertet. Der von Platz 4 war auf Platz 1 gerutscht und hat den ehemaligen Platz 1 verdrängt auf Platz 2. Die Signale, User-Signale, sind Ranking-Faktoren. Wie weiß Google nur, was uns zufriedenstellt und welche Faktoren werden hier bewertet? Das ist sehr komplex, das ist eigentlich für Menschen nicht mehr klar definierbar. Und hier kommt Artificial Intelligence rein, AI. Sundar Pichai, der CEO von Google, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, AI, also Artificial Intelligence, is one of the most important things humanity is working on. It is more profound than, I don't know, electricity or fire. Später im Interview hat er dann auch gesagt, fire kills people und irgendwas in die Richtung, but we have learned to use it for the benefit of humanity. Also die sind sich der Risiken bekannt, bewusst und nutzen das schon sehr stark für Rank Brain, für den Ranking-Algorithmus. Google versucht also, die User-Signale auszuwerten über Artificial Intelligence und diese Teil des Ranking-Algorithmus zu machen. Und interessant ist hier, die Ergebnisse werden nicht mehr gereicht nach fixen Vorgaben, die irgendein Developer hineinfüttert, sondern der Algorithmus lernt selber, was relevant ist für die Zielgruppe und was nicht relevant ist für die Zielgruppe. Die Herausforderung hier ist ein bisschen, dass wir Menschen einfach wahnsinnig unberechenbar sind und wenn Google sich nach uns richtet, wird Google auch zu einem gewissen Grad unberechenbar. Wir haben keine Ahnung mehr, was die Ranking-Faktoren sind. Das heißt, die Developer bei Google haben keine Ahnung mehr genau, wie diese Faktoren gewichtet sind. Was wir aber sehr wohl wissen, ist, der Fokus liegt auf User Experience. Jetzt liegt es an uns, diese User Experience zu verbessern. Es gibt einen weiteren Punkt, wo Google deutlich auf den User eingeht. Und das ist das größte Google-Update seit 2010, seit dem Caffeine-Update. Es ist nämlich kein Algorithmus-Update, sondern ein Index-Update. Es beeinflusst, wie Google das Web crawlt und indexiert. Und das ist der Mobile-First-Index. Bisher hat Google das Web gecrawlt mit einem simulierten normalen Desktop-Browser. 2015 hat dann die mobile Suche, die mobile Nutzung auf Google, die Desktop-Suche überholt. Seitdem gibt es mehr mobile Nutzer als Desktop-Nutzer. Das ist jetzt 3 Jahre her. Seitdem hat Google intensiv daran gearbeitet, den größten Teil der Zielgruppe zu befriedigen. Ab jetzt, ab einigen Wochen rollt das raus, crawlt Google das Web, als wäre es ein mobiler Gerät mit einem mobilen Browser. Und indexiert diese Seiten als mobil, also nur mehr die mobile Version der Webseite. Jetzt gibt es 3 mögliche Szenarien. Die erste ist, ich habe nur eine Desktop-Version meiner Webseite. Dann habe ich kein Problem. Also nicht mit Google, sonst habe ich ein sehr großes Problem, nämlich mit meinen Usern, weil die auf dem Mobilgerät die Webseite nicht sehen können. Aber mit Google wird weiterhin diese Version der Webseite gecrawlt und indexiert und gerankt. Der zweite Fall ist, ich habe eine responsive Webseite. Ich zeige die gleichen Inhalte auf Desktop und Mobile, nur eben in anderer Anordnung und anderem Layout. Da habe ich auch kein Problem.
Denn Google findet am Mobile genau die gleichen Inhalte. Und dann gibt es Fälle, wo ich eine eigene Desktop-Version meiner Webseite habe und eine eigene mobile Version der Webseite, eine m.domain.com zum Beispiel. Und da ist es meistens der Fall, dass diese mobile Version ähnlich ist wie eine App, dass das eine abgespeckte Webseite ist, dass da nicht alle Inhalte drauf vorkommen, weil sonst hätte ich sie ja nicht, sonst hätte ich eine responsive Version gewählt. Und da habe ich ein großes Problem, denn ab sofort crawlt Google nur mehr diese m.domain.com und nicht mehr meine Hauptwebseite. Das heißt, sie finden meine ganzen tollen Inhalte gar nicht, die werden gar nicht indexiert und können folglich auch nicht für Google gefunden werden. Also jetzt wäre es Zeit, um auf Responsive Design umzusteigen, dass das niemand noch nicht gemacht hat. Die wichtigsten Punkte zum Schluss. Der Fokus in den nächsten Jahren muss auf User Experience liegen. Und das betrifft sehr stark gewichtet die Ladezeit, den Content, der muss einfach großartig sein. Da gibt es nicht mehr billigen SEO-Content irgendwo reinstaffen. Das muss guter Content sein. Und das Design muss auch gut sein. UX-Design, AB-Tests durchführen. Die Webseite muss wirklich auf den User abgestimmt sein. Das zweite ist Mobile First. Das ist ein Riesen-Update. Wenn jemand noch eine reine mobile Version der Webseite hat, gibt es hier ein gravierendes Problem. Und natürlich müssen die Webseiten auch mobile-friendly sein. Und im nächsten Schritt, und das wird kommen und groß sein, Voice Search. Wir müssen uns wirklich vorbereiten auf Voice Search. Sobald das Ding funktioniert, wird das abheben. Gewinnen werden in den nächsten Jahren im Bereich SEO nur die, die wirklich auf ihre User eingehen. Das hier ist der Verlauf aus Google Trends für WordPress, Joomla und Drupal, wie das Suchvolumen für diese Keywords ablief über die letzten 14 Jahre. Wir sehen hier, WordPress geht ständig nach oben und bleibt oben. Die anderen gehen dann wieder so ein bisschen hinunter. Mittlerweile hat laut diesem Graph Drupal sogar Joomla überholt. Es gibt eine Prognose von Rand Fishkin, das ist der frühere CEO von Moz, ein sehr großer, bekannter SEO in den USA, der hat in seiner Prognose für 2018 gesagt, WordPress will continue its dominance over all other CMS, growing its use from 25 to 35% plus of the top few million sites of the world. Warum ist WordPress jetzt so großartig? Wegen uns. Nein, jetzt echt, wirklich, wegen uns. Weil wir, die User, im Mittelpunkt stehen. Wir, die Developer, die Designer, die SEOs, die Blogger, die stehen im Mittelpunkt. Und WordPress hat einfach eine extrem starke Community dahinter, die auch eine empathische Community ist, die nicht nur ihre eigenen Probleme versteht und sieht, sondern auch die Wünsche und Probleme anderer wahrnimmt und darauf eingeht. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann wird was dafür geschrieben. Dann gibt es ein Plugin dafür. Oder wenn es sehr viele wollen, dann wird es Teil der Core. WordPress stellt wirklich den User in den Mittelpunkt und das ist das Erfolgsrezept. Und das ist meine Empfehlung für SEO. Lasst uns da ein Beispiel nehmen an WordPress. Vielen Dank. Habe ich noch was mitgebracht, ein gratis Giveaway. Wir haben bis gestern daran gearbeitet, das online zu bringen. Das ist ein E-Book, ca. 42 Seiten. Da ist der Link, da kann man es gratis runterladen. Und das ist eine klare Hands-on-Einführung in SEO. Das sollte wirklich, hoffe ich, für ihn verständlich sein und deckt, ich würde mal sagen, 80% der Basis ab. Und wenn man diese ganzen Sachen richtig macht, und das ist keine Zauberei, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und wenn es jemand liest und Feedback hat, würde ich mich auch sehr über eine E-Mail freuen, dass er mir einfach schreibt, wie kann man es verbessern, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Gut, wenn es Fragen gibt, haben wir noch Zeit, glaube ich. Haben Sie Best Practice gleich für SEO Pro optimierte Seiten oder so?
habe ich jetzt keine mitgebracht, weil es ist immer sehr spezifisch auf den Markt abhängig. Das ist sehr schwer zu sagen. Also ein sehr optimierter Online-Shop sieht sehr viel anders aus als ein Content-Publisher oder als ein kleines Dienstleistungsunternehmen, das sich hauptsächlich auf Local Search konzentriert. Also wenn es eine konkrete Frage gibt zu einem konkreten Fall oder Markt, können wir das gerne nachher noch besprechen. Gut, ja? Ich noch was Snippets. Diese Rezeptebeispiele, auch mit Voice Search, was bringt das dem Webseitenbetreiber, ich koche natürlich oder wie auch immer, eigentlich? Ja? Also businessmäßig. Ja? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hat das jeder verstanden? Ja. Wenn man ein Rich Snippet hat und das wird dann vorgelesen in der Sprachsuche, was bringt das dem Website-Betreiber überhaupt? Ob das Rich Snippet von ihm kommt oder von einem anderen, weil der User landet höchstwahrscheinlich eh nicht auf der Seite. Das ist ein bisschen schwer abzuwägen. Eins ist sicher ein Branding-Effekt, denn es wird vorgelesen, woher diese Antwort kommt. Also Google Home liest vor, laut cookbooks.com macht man Reis so oder genau. Und da habe ich einen Branding-Effekt. Und dann gibt es natürlich immer diesen weiterführenden Link, dass ich, oh, da will ich jetzt mehr erfahren zu diesem Thema. Der hat schon Rich Snippet, das habe ich schon gelesen auf Google, das steht ganz oben, dann gehe ich auf diese Seite. Also da wird sicher die Klickrate auch mit reinspielen. Aber dass du wirklich Daten aus Voice Search sind noch nicht wirklich brauchbar, denn die Fragen, die momentan auf Voice Search gestellt werden, sind sehr basic. Das sind einfach Fragen, wie wird das Wetter morgen oder steht morgen was im Kalender bei mir oder wie fahre ich zur nächsten Pizzeria. Aber größere Themen funktionieren einfach noch nicht, und ist das schwer zu sagen. Ja? Gibt es da schon Pläne, die in Voice Search auf Werbung reinzubringen? Es gibt Gerüchte, dass es Pläne gibt. Ich habe noch keine konkreten gesehen oder gehört, aber es wird sicher dort auch Werbung geben, wenn das beliebter wird. Wird auch ein bisschen die Frage sein, wie das dann tatsächlich funktioniert. Ich meine, bei Alexa ist es schon ausgeprägt, da funktioniert es auch und da tun das Leute wirklich, vor allem für niedrigpreisige Produkte. Da sagt man, Alexa, buy printing paper, und dann liest die Alexa das erste Ergebnis vor und sagt, should I buy it, yes or no? Man sagt einfach ja oder nein, wenn man nein sagt, wird das zweite vorgelesen, und wenn man wieder nein sagt, dann sagt Alexa, schau dir den Bildschirm an, entscheide dich selber. Und da ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn ich auf Platz 1 bin und kriege einfach eine riesen Reichweite. Bei Google, ja. Also, was wir gesehen haben bei den Zero Search Results, bei den Dates in London, war ja durchaus interessant für mich, weil ich das gefunden habe, dass da Anzeigen gezeigt werden. Da gibt es keine Suchergebnisse, aber trotzdem noch Werbung. Also, es wird sehr interessant sein, wie sich das entwickelt. Eine Frage jetzt in Bezug auf dieses eine Ergebnis. Das heißt ja in dem Fall, kann ich mir dann, wenn es nur dieses eine gibt, kann ich mir Platz 1 für die Leute sehr wundert geben in der Sprachausgabe kaum. Ja, wobei das war sicher ein Fehler. Also das kann nicht sein, dass nur ein Ergebnis zeigen von sich und dann zwei. Ich meine, in dieser einen Woche, wo das gezeigt wurde, würde ich gerne deren Klickrate sehen von den Dating-Sites in London. Die haben wahrscheinlich 90% Klickrate, weil sonst war einfach nichts da. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das massentauglich wird. Also im Grunde, dass das halt schon mal früher schon gemacht hat. Ne? Das ist halt, also einfach eine Antwort für eine Frage und nur das halt da ausfüllen kann. Jein. Also eine Antwort auf eine Frage, weil wir gesehen haben, dass es zwischen Keywords und Title keine starke Korrelation gibt und weil wir gesehen haben, dass Google die Antworten lieber aus längeren Artikeln nimmt, würde etwas funktionieren wie ein Artikel zu einem Thema, der möglichst viele Fragen abdeckt. Ja, möglichst ganzheitlich. Wolfgang war das ja auch nicht so. Das ist ja auch aus zig Quellen zusammengesammelt worden, aber dann halt zu einem richtigen Artikel zusammengebaut. Ne? Es ist ja nicht so, dass da die Artikel da liegen und abgerufen werden, sondern das wird ja auch
aus Datenquellen zusammengebaut. Achso, ich meine, dieses Rich-Snippet ist wirklich eine kleine Textstelle von einem langen Artikel. Und nur von einem Artikel. Das wird nicht zusammengestückelt aus mehreren. Und das ist schon die Zukunft auch schon in der Desktop-Suche, dass man einfach lange, ganzheitliche, gut recherchierte, gut geschriebene Artikel schreibt und Informationen bietet. Und dort nimmt sich Google dann die Rich Snippets raus oder die Antworten. So FAQ-Pages sind großartig. Und die Strategie, ich muss jetzt für jede Frage eine eigene Seite erstellen, ist in dem Fall nicht die richtige. Also es wäre besser, wirklich möglichst umfangreich ein Thema abzudecken, dort dann Autorität aufzubauen und schauen, dass ich mit diesem umfangreichen Artikel reinkomme. Eher als mit kleinen, gestückelten einzelnen Seiten mit optimierten Title Tags. Das ist eigentlich der wirkliche Wechsel irgendwie, oder? Dass man sagt, man tut nicht Inhalte spezifisch, also aus der SEO-Sicht jetzt, dass man nicht mehr spezifische Inhalte macht, sondern eher komplexe. Genau, das funktioniert natürlich noch immer, das muss man sagen. Es funktioniert noch immer sehr, dass man genau Keyword-optimierte Seiten erstellt, möglichst viele davon damit dann rankt, aber das hat ganz sicher eine Ablaufdatum. Also da zeigt fast alles heute darauf hin, dass man mit einem Artikel, das ganz abdeckt, besser fährt, auf lange Sicht, als mit 10 Artikeln, die jedes einzelne Element abdecken. Vielleicht sogar mit fast nahezu gleichem Content und nur ein paar Keywords unterschiedlich, so wie Bezirk in Wien oder solche Spielereien, die man früher gemacht hat. Da war noch irgendein Thema, glaube ich. Da war so ein Link, also danke für den Vortrag, das war wahnsinnig spannend, also ich habe ganz viel gefragt, aber jetzt nur eine, weil am Rande kam die Bemerkung, bei Google war das sozusagen keine Developer mehr, die noch verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, aber das war dann so schnell wieder weg. Okay, das ist, bei Google gibt es keine Developer mehr, die verstehen, wie Google funktioniert. Das ist sehr überzogen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen abgeschwächter gesagt, aber inhaltlich ja. Es gibt bei Google nach wie vor Ranking-Faktoren, die werden von den Developern vorgegeben. Aber es gibt auch diesen einen Aspekt, das ist Rank Brain. Das sind so, es gibt On-Page-Faktoren, es gibt Off-Page-Faktoren, Links und es gibt Usability-Faktoren. Und das ist diese Rank Brain, wo dann Artificial Intelligence reinkommt. Und dort ist es nicht mehr ganz klar, weil die Natur von Machine Learning oder Deep Learning ist es einfach, dass die Maschine zu einem gewissen Grad gefüttert wird mit Informationen und mit Wegen, wie sie diese Information versteht und verarbeitet und von dort übernimmt sie dann und lernt weiter. Und je mehr Informationen sie kriegt, desto schneller lernt sie und desto intelligenter wird sie und entwickelt dadurch Ranking-Faktoren, die niemand mehr, die kein Mensch mehr vorgegeben hat. Und das können vollkommen abstruse Dinge sein. Wir können sagen, wenn das Wetter schlecht ist, dann ranke ich die Seite besser, obwohl das überhaupt nichts miteinander zu tun hat, nur weil es eben hier eine große Korrelation gibt. Und das ist sehr interessant, aber es wird sicher kontrolliert werden von den Developern, aber zu 100%, was in diesem Rank-Brain abgeht, wissen die Developer nicht. Die Zukunft der Keywords, was wird mit den Keywords dann passieren, die wir alle in die Texte hineingeschrieben haben? Ich meine, die wird es weiterhin geben, noch für längere Zeit, aber es wird sich einfach, wenn sich die Art der Suche ändert, wenn es wieder mehr zu einer Konversation wird, dann nutzen wir so keine Keywords mehr. Wir haben ja die Keywords als SEO nur adaptiert, weil die User so suchen mussten, mit halt zwei, drei Keyword-Phrasen. Und da gehen wir jetzt wieder weg davon. Was auch bei den Keywords mit einspielt, ist eine Entwicklung bei Google, dieses Entity Understanding, dass Google wirklich versteht, was ein Ding an sich ist und dass es da Synonyme gibt oder andere, ich muss dann aufhören, andere Arten, dieses Ding zu beschreiben. Und da gehen wir auch weg von den Keywords, weil es egal ist, welches genaue Wort ich verwende, sondern eher, welches Konzept ich beschreibe. Gut, ich muss ja aufhören, der nächste Vortrag ist schon da. Ich werde nach dem nächsten Vortrag, den möchte ich mir anschauen, nach draußen sitzen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann sehr gerne.